Hallo, liebe Internetgemeinde. Hier ist wieder der Sven mit seinem. Der Sven. Langsam reißt mir echt der. Du weißt genau, was ich meine. Hier ist wieder der Sven. Sven mit seinem Internetblog. Ja, und ich treffe mich heute wieder mit einem ganz interessanten Mann, der nur mit Männern zusammen wohnt. Ja. Das Komische daran ist aber, dass die alle denselben Vornamen haben. Ja, und zwar Bruder. Ja, und heute treffe ich mich mit Bruder Jasper. Hallo, Bruder Jasper. Ja, ich hab, hallo, Bruder Jasper gesagt, ne? Ich bin ein Schweigemönch. Bruder Jasper ist ein Schweigemönch, das hat was mit Till Schweiger sehr wahrscheinlich zu tun. Bist du so eine Art Fan, ein Schweigemönch? Ich darf nicht sprechen, sagt er. Ja, warum denn? Hast du so einen Mundgeruch vielleicht? Nein? Ja, dann erzähl doch mal, warum darfst du denn? Ach so, du darfst ja gar nicht sprechen. Oh, ja, machen wir da. Auch nicht am Handy? Dann würde ich anrufen. Vielleicht in Englisch? Nein. Nein, oh, das ist gut. Ich kann nämlich gar kein Englisch. Aber du könntest Englisch sprechen, ja? Wenn du dürftest. Ja. Auch Französisch? Du könntest mich ja jetzt auch anlügen, ne? Ich wette, du kannst ja warum gar kein Englisch, aber egal. Deswegen bin ich ja gar nicht hier. Ich wollte eigentlich auch fragen, ja, warum du mit den ganzen Männern da zusammen wohnst, in diesem Dings da, ja? Weil ich meine, für mich wäre das ja nix, der Mann macht ja schon so, seine Gedanken mit den ganzen Männern da zusammen, in diesem, den Dings da, ne? Aber, sag mal, sind da vielleicht auch schon ein paar von euch verheiratet in diesem Dings hier, diesem... Verdammt nochmal, das ist ein ganz normales Kloster! Genau, Kloster, das war das Wort. Das habe ich nicht gefunden. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Du kannst ja doch sprechen. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Ja, aber du sagst immer dasselbe. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Kannst du das vielleicht auch in Englisch, ne? Ich habe mein Gelübde gebrochen. Haha, ich hab's gewusst. Da kann aber gar kein Englisch, ne? Schade, was für ein Angeber. Ja, liebe Internetgemeinde, das war's wieder für Sven von dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Was stellt man denn ab, Uwe?